Ich hab dich und Franzi da oben bei dem O2-Dingens rumdümpeln sehen. Dann bin ich wieder runtergelaufen. Jetzt kommt der Ehekrieg. Dein Ernst jetzt? Ja, mein Ernst. Ich meine, klar, du willst es jetzt auf mich schieben, weil du durch Hamster die Chance siehst, ja, aber es ist nicht so. Ja. Ja, klar, natürlich. Und du willst dich einfach nur rausreden. Ey, sorry, ich vertraue gerade überhaupt keinem. Wo, was und im Elektrikraum liegt ein Haufen Kotzen. Die arme Ekine. Da stirbt sie als Erste. Ich würde sagen, das Praktikarin sollte sich darum kümmern, aber vorher... Ekine ist auch tot. Franzili und Kotzen haben zusammen das Licht gefixt. Ich stand daneben und habe beobachtet. Und dann bin ich rausgegangen aus Electrical Richtung Reaktor, habe da diese 1, 2, 3, 4, 5 Sache gemacht. das kann auch Noel bestätigen. 1, 2, 3, 4, und ja. Welches meinst du? Ja, im Reaktor. Aber als ich kam aus Reaktor, in dem Moment muss der Mord passiert sein ungefähr. Und Franzili war, wie gesagt, in Electrical. Ich will nicht sagen, dass ich das nicht gesehen habe und du mich gerade als Fake-Zeugen darstellst, aber ich hab's nicht gesehen. Wir sind doch alle zusammen vom Reaktor nach Elektrik. Nein, aber du hast doch gesehen, wie ich da rauskam. Kurze Frage, wen hast du gefunden, Andi? Kotzen, das ist Tobi. Warum heißt eigentlich Kotzen und nicht Kotze? Du hast doch gesehen, wie ich aus dem Reaktor rauskam. Was kann Franzini denn dazu sagen? Okay, also, kurz um. Ruhig, genau. Ich war ganz kurz in Elektrik, ich hab gesehen, dass halt auch ein Haufen Leute waren, ich bin direkt rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, die Quest wird eh schon gemacht, ich wird eh schon gefixt, da brauche ich nicht da zu bleiben. Ich bin nachher. Ich muss ganz ehrlich sein, dass ich auch gar nicht weiß, wo ich entgegen bin. Ja. Ich möchte gerne wissen, was Franzi gesagt hat. Ich habe eben schon was gesagt, aber das Mikro war aus. Ich war im Electrical und habe da das Licht gefixt und bin dann hochgegangen im Electrical und habe da das mit den Kabel gemacht. Tobi kam mir hinterher, stand dann oben, als ich gegangen bin. Dann bin ich aus dem Electrical raus, durch den Storage in den Admin-Raum, hab das mit der Karte gemacht und dann kam auch schon der Report an. Ja. Ich war, glaube ich, alleine bei den Karten. Ich habe keinen gesehen. Ich habe gerade Karten gemacht. I'm skeptical, Loco, skeptical. Der King ist auch skeptisch. Ein bisschen. Noel ist gegangen. Noel has left the building. Janis, du fehlst noch. Ja. Ja. Oh Mann. Also ich bin so vielen Leuten begegnet, ich habe keine Ahnung. Aber meistens auch nur cool. Noel. Also man sieht jetzt nicht mehr, wer für wen gewotet hat und es wird nicht gesagt, ob es ein Imposter war oder ganz nicht. Ganz genau. In Electrical liegt ein Haufen, Janis. Ich weiß nicht. Direkt vom Eingang auf dem Gang stand Beekeeper die ganze Zeit.
Okay. Ja, richtig. Ich wollte gucken, wer denn da wohl rauskommt aus dem Raum, weil ich da vorbei wollte. Und ich habe nicht ganz zugehört. Wer wurde jetzt wo gefunden? Janis wurde in Electrical gefunden. Also ein Haufen Janis. Also, schon Janis. Wieder ein Electrical? Ach, du, das Einhorn. Ist schon wieder Electrical, genau, wie gesagt. Wir gehen mal schnell vom Eingang. Schon, Leute. Es war unter Naturschutz. Ich warte. So, lass doch mal ein bisschen was hinter reden. Naja, zumal, also ich wollte gucken, wer rauskommen wird, und ich behaupte, ich kann es schlecht gewesen sein, weil ich in der Zeit, glaube ich, nicht durch den Lüftungsschacht so rumkomme, dass ich nur dort stehe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Man weiß es ja nicht, es hätte sein können, dass du einfach rausgehen bist und vor Eingang gewartet hast, dass du aus der Elektrik rausgekommen bist, weil da war die Leiche drin. Ich bin ja den Hamsi direkt hinterher gehabt, ich habe die Leiche selber gesehen, ich konnte ja nicht reporten, weil der Hamsi schneller war als ich. Okay. Ja, bestimmt hätte sein können. Also ich habe das Hamster gesehen in der Nähe von Reaktor und das hat mir nichts getan. Mehr weiß ich nicht. Ich kam von oben. Da, wie heißt das? Ich kam von rechts und kam von Storage. Rechts oben. Also von ganz rechts sogar. Ich bin durch Storage gelaufen, wollte die Zirkel rein, ja, um eine Straße zu machen. Oder Weapons. Und da habe ich vielleicht schon von Janis gesehen, aber haben es schon auf Report gedrückt. Weapons ist doch unten, oder? Nee, Weapons ist oben rechts. Achso, Weapons ist ganz oben. Ja, da war ich als erstes und bin dann zu Navigation. Ich habe keine Ahnung. I voted. Same. Nee, ich hab grad nicht zugehört. Du bist schuld. Für dich. Wähle einfach auf dich. Okay. Ja. Achso, deswegen. Ich dachte gerade, warum sind die alle schwarz? Warum hat Karin sieben Stimmen? Sonst keine eine. Weil ich die Karin bin und einfach alles manipuliere. Ist nicht das Karin? Die Karin, mein Gott. So, kurz das. Wo denn jetzt schon wieder? Was ist denn hier los? Ich glaube, Beekeeper war es doch nicht. Beekeeper lag. Er wurde von seinem Mate getötet. So, wo hast du ihn jetzt gefunden? Frau Medical, ich bin halt von oben gerade gekommen, dann dachte er da dumm rum. Ich glaube, Morita kam da auch gerade. Nee, ich kann mich auch rein, wenn nicht mehr Licht ist. Ich bin da reingegangen. Ich habe nichts gesehen. Ich bin unten gelaufen, Midbay. Dann lief dann Karin nach oben, lief ich Karin hinterher nochmal, und wo ich da oben gelaufen bin, lag auf einmal die Leiche. Ich wollte gerade reporten, aber Karin war schneller. Ich habe Karin aber nicht mehr gesehen im Moment. Als ich nach oben gelaufen bin. Hier kann ja was war Licht dabei. Ich bin dezent skeptisch. Das bedeutet, aber wo ich runtergelaufen bin, und das war keine Minute, war keine Leiche da. Also wieder ist es Karin oder der Mörder war direkt daneben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sag da war es wieder Hamster. Was? Da hast du aber nicht mehr mich, ich hab ihn nicht gesehen. Halt Licht aus, deswegen habe ich halt auch nicht gesehen. Also ich bin halt rein, ich habe gar keinen gesehen, bin unten rein. Und sind wir beide wieder hoch. Genau. Also ich bin gerade über Navigation wieder Richtung Shields und wollte dann Licht einschalten. Keine Leiche da, wo ich wieder nach oben war, lag auf einmal eine Leiche da. Und du hast mir reportet. Ich wollte dich auch gerade selber reporten. Ich bin runter, weil ich gesehen habe halt, ich hatte noch diese eine Task mit dem Reagenz, das ist mir aufgefallen, dass ich dann noch 20 Sekunden hätte warten müssen. Deswegen bin ich dann direkt wieder raus. Ich habe mich verlaufen, bin erst nach unten gelaufen in der Mitte. Dann dachte ich, nee, ich war gerade eben bei Navigation, da wollte ich das noch zu Ende machen. Dann bin ich dann nochmal wieder hin und was auch immer das ist, man kann es überhaupt nicht sehen. Danke, das hat mir Janis gerade geschickt. Ich will die Stimme für Tobi. Ach fuck, das ist tot. Tobi 2. Es gibt immer noch Tobi 2. Ich will für Tobi 2, weil es Tobi nicht gibt. Jetzt mal nicht. Was war mit Andi? Sorry, ich bin unschuldig. Ich habe niemanden gesehen. Ich war bei Navigation runter zu Shields und wollte dann die Elektrik einschalten. Du weißt schon, dass ich auch bei Navigation war. Ich habe dich schon nicht gesehen. Und warst du Nachmittag? Bist du sicher? Ja, denn ich bin sicher, dass ich... Ich habe Videobeweis. Kann ich dem Defug schicken? Ja, ich trau grad niemandem. Niemandem. Ich habe eine Bodycam laufen gehabt. Nee, ich habe keine. Genau, Bodycam. Bodycam. Ich soll ja nicht mal Noel. Aber ihr wolltet für mich. Oh, Leute. Wir sind freu. Irgendwie sind wir herrlich ineffektiv. Obwohl, letzte Runde hat geklappt. Ja, aber diese, ich glaube, ja, keine Ahnung. Ja.
Wie viele werden denn heute im... Okay. Karen, wie sag ich's dir? Karen? Warum ich? Ich schmeiß dir. Ich hab grad dieses Ding gemacht. Wie heißt das Ding? Dieses Mord, ja. Dieses Mord hast du gerade gemacht. Ich komme in Electrics rein, da fällt gerade was durchgesägtes um. Ich konnte es farblich nicht genau erkennen, aber das, was noch lebte, war schwarz. Da waren zwei Leute. Hatte keinen schwarzen Hut auf? Nee, da war noch wer anders bei mir. Das war Franzi stand da auch noch drin, wenn ich mich nicht irre. Oder Vespi. Einer von den beiden stand auch noch in mir drin. Ja, aber du kannst ja nur einen töten, deswegen. Da brauchst du ja Cooldown und dann hättest du das. Der killt immer, glaube ich, denjenigen. Entweder killt er einen random oder immer den vordersten. Und ich war gar nicht. Ich war das nicht. Ich bin das nicht. Muss es gewesen sein. Ich war es nämlich nicht. Ich bin ziemlich sicher, da waren noch zwei Leute in mir gestanden. Wieso muss dann ich sein? Das könnte auch Aber du hast sein. Auch jemanden sterben sehen? Ich habe niemand gesehen, weil ich die Dinge offen hatte, dieses Reparatur. Die Switches, du weißt schon. Na, ja, wir ignorieren, dass er gesagt hat, ich hatte zwei in mir. Das ist oh mein Gott! Nico, kannst du es mal jetzt eigentlich schreiben? Danke. Danke, mach ich. Oder, sehr gerne. Janis, einer von euch beiden, bitte, danke. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist Franzi, die war halt auch, oder Franzili, mir egal. Punkt 2, was auch immer. Weil ich bin ganz ehrlich, die stand in mir. Ich wette, das war Punkt 2. Danke, Nico, ob dich lieb. Steht jetzt nicht, ob es war oder nicht. Oder ob sie oder es. Jetzt hab ich dich! Ich wollte den Emergency-Button drücken, aber der Strom ist aus. Aber sag du zuerst. Ja, ich hab. Andi ist aus dem Raum raus, wo ich ihn gesehen habe. Und eigentlich hätte er reporten können. Wo wart ihr denn gerade? Okay, ich habe keine Leiche gesehen, aber ich habe gesehen, dass Vespi in Navigations. Da war Franzi. Und du bist genau aus dem Raum raus, wo ich entgegen bin. Vespi ist in Navigations in diesen Schacht gesprungen. Das ist der Punkt. Was? Mit wem redest du eigentlich, Nico? Du sagst du. Wen von den beiden meinst du? Andi. Achso. Nee, ich kam da rein und ich habe ehrlich gesagt den Raum nicht komplett sondiert, denn ich habe gesehen, wie Vespi da reinspringt und bin sofort in die Cafeteria, um den Knopf zu drücken. Ich will meine Schuhe schieben. Nein. Ich war doch überhaupt gar nicht in der Gegend. Niemand braucht was, wo reinzuschieben, weil du dich in den Kanal geschoben hast. Ich hab dich und Franzi da oben bei dem Otto-Dingens rumdümpeln sehen. Dann bin ich wieder runtergelaufen. Jetzt kommt der Ehekrieg. Dein Ernst jetzt? Ja, mein Ernst. Ich meine, klar, du willst es jetzt auf mich schieben, weil du durch Hamster die Chance siehst, ja, aber es ist nicht so. Ja. Ja, klar, natürlich. Und du willst dich einfach nur rausreden. Ey, sorry, ich vertraue gerade überhaupt keinem. Ist es Vespi? Nee. Es ist so eine Pro Andi. Es ist Vespi. Nein. Eine Anfrage an Andi. Wenn das hier rauskommt, kannst du es bitte nennen. Ihr kriegt die Folge. Vielen Dank. Ja, bitte. Boah, euer Ernst. Duell, ruhig. Alles gut. Bin ich jetzt am Schnitt? Das war wirklich genauso, wie ich es gesagt habe. Ich gesehen habe, wie gerade Alter, es ist so schön, Nico.